Hallo und herzlich willkommen hier zu der ersten Folge hier vom Seasons Mode Road to League 1. Ja, genau, Road to League 1. Und ja, ich fange hier gleich mal an, ein bisschen zu erzählen. Ich fange in Liga 9 an, da ich Liga 10 schon mal gespielt hatte irgendwann, wo ich mein Aufnahmegerät noch nicht hatte und das mit YouTube hier noch nicht feststand, dass wir das machen. Und ja, wir werden auf jeden Fall, oder ich werde zumindest ein bisschen tricksen versuchen. Aber in den ersten Folgen werde ich euch erstmal nur die Tore zeigen aus den Spielen, kurze Zusammenfassungen, damit das ein bisschen schnell vorangeht. Und dann, wenn wir uns ein bisschen festgesetzt haben in den Ligen, kann es auch losgehen mit den Tricks. So, wir fangen an mit Bayern, weil die ein paar ganz gute Tricks da drin hatten. Ganz gut im Sturm habe ich noch Mitchell Weiser reingebracht. Forster, also 4 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Skills. Eigentlich richtig gut, hat zwar nur 66 Gesamtbewertung, aber trotzdem ist er ganz in Ordnung. So, auf jeden Fall fängt es an, hier mit dem Brasilien, gegen ein Brasilien-Team. Fängt auch gleich nicht so toll an. In der 16. Minute hier mit Neymar kommt er da über außen. Spielt dann in die Mitte rein, da steht dann Oscar. Läuft, schießt und ja, bisschen doof verteidigt von mir. Hätte man auf jeden Fall verhindern können. Aber was soll's, dann geht's gleich weiter hier. Thiago Silva, hoher Pass in Lauf da. In Neymar, ich hole Neuer raus, dass ein Fehler war. Er schießt gegen die Latte und danach Abstauber von Pato, 2:0. 42. Minute, so, ja. Kann man nichts machen. Dann geht's weiter hier in der 59. in der 60. Minute, pardon. So. Hier kriegt jetzt erstmal Shaqiri den Ball. Spielt den Ball in den Lauf von Ribéry. Durch die Ecke sind alle natürlich vorgerückt. Ribéry läuft allein auf den Tower zu. Und verwandelt ihn dann eiskalt. Ich wollte da nicht noch irgendwas eingehen. Ich will das Spiel ja gewinnen und will schnell hochkommen. Von daher habe ich ihn jetzt einfach nur reingeschoben. Dann geht es gleich weiter. Wieder Franck Ribéry durch. Wieder unten rechts und wieder drinnen. 2:2. Ja, so muss man das machen, würde ich sagen. Und dann geht es ja auch gleich weiter. In der 82. Minute mit Robben, der schießt in die kurze Ecke, was in FIFA 13 übrigens sehr effektiv ist, und macht den Ball dann noch rein zum 3:2. Ja. Das war auch dann der Endstand, 3:2 Sieg. Ribéry 5,9 die Note, 2 Tore, verständlich Spieler des Spiels. Wir haben die ersten 3 Punkte. 13 Punkte brauchen wir für den Ligatitel. Ich denke mal, das sollten wir schaffen. Und jetzt gehen wir in die brasilianische Liga, glaube ich. Ja genau, wir gehen jetzt in die brasilianische Liga. Und zwar spielen wir da mit Palmeiras. Da die erstens Michael Leite haben, der ein richtig guter Spieler ist. Dann noch, ich sage euch gleich den Namen, weiß ich gerade nicht. Und Assuncao, der hat richtig geile Freistoßwerte. Ich glaube 86 Schusskraft und 91 Präzision. Und ja, erstmal hier ein bisschen umstellen, Vinicius raus. Dafür kommt dann jetzt gleich Maicon Leite rein. Da ist er. So, dann habe ich nochmal kurz die Spieler durchgeguckt, da Valdivia, glaube ich. Ne, Luan. So, Luan will ich erstmal reinbringen in Sturm. Glaube ich. Sehe dann später, aber dass er nur 2 schnelle Skills hat und das kann man dann vergessen. So, dann bringe ich hier gleich noch Valdivia rein. Ist er auch 5 Sterne Skills? Hatte ich in Ultimate Team schon mal, deswegen dachte ich, kann ich mir den hier im Season Mode auch noch mal reinbringen. Und ja, ich gucke jetzt ein bisschen, weiß ich auch nicht, was ich da gemacht habe. Ja, so weiter geht's. Erstmal reinbringen hier für Patrick Vieira. So. Und dann nehme ich glaube ich gleich noch Luan raus, weil ich sehe, dass er nur 2 Sterne Skills hat. Ja, 2 Sterne Skills, 2 Sterne schwacher Fuß. Das kann man dann vergessen. Und deswegen habe ich Wesley da einfach reingebracht, auch wenn der ZM, aber kack drauf. 3 Sterne Skills, glaube ich. Und 4 Sterne schwacher Fuß war das, glaube ich. Ich gerade nicht genau gesehen. Bringe ich einfach rein und dann wollte ich auch spielen. Ich glaube, es geht jetzt auch gleich los. Mal kurz alle Spieler durch und ja, so, dann kann es losgehen. Ich suche einen Spieler jetzt, suche einen Gegner.
Und zu dem Spiel kann ich euch gleich schon mal sagen, der Gegner hat am Ende abgebrochen. Von daher ist diese Folge auch nicht so lang. Ich mache immer zwei Spiele pro Folge. Jetzt manchmal vielleicht auch drei, kommt immer drauf an, wie viel passiert. Vielleicht auch mal nur eine, wenn ich viel Skill oder irgendwas. Und das fängt auch gleich hier an. In der 22. Da köpfe ich gegen die Latte. Dann kommt der Ball hier zu dem Torwart. Der wirft ihn genau bei Assensau vor die Füße und dann schieße ich einfach rein. Ziemlich doofe Aktion für seinen Torwart, aber natürlich eiskalt ausgenutzt und so muss das sein, würde ich sagen. Und dann hier in der 30. Minute Maicon Leite mit dem McGeady-Spin da. Noch ein McGeady-Spin-Versuch, wird da gefoult, dann lassen wir den Ball da liegen, weil wir den Freistoß haben wollen. Da wir ja Assensau haben, der richtig gute Freistöße kann. Und deswegen, ja, so. Da seht ihr schon die Mauer. Er stellt die Mauer schon zur Seite, was schon ziemlich dumm war. Stellt die Mauer zur Seite und den Torwart ein bisschen noch da. Das heißt, leichtes Spiel für Assensau. Kurz ein bisschen angedreht und drin ist das Ding. 2 zu 0. Ja. 2 zu 0. So muss das sein. 34. Minute. Wunderschön. Hier sieht man noch mit dem Freistoß um die Mauer rumgezirkelt. Unten rein. Keine Chance für den Torwart. So, ja. Und dann ging es nochmal weiter hier in der 59. Minute mit Maicon Leite. Ich wollte eigentlich einen Rebounder machen, mach's trotzdem nicht. Nur eine Flanke und dann der Volley von Correa geht rein. 3 zu 0. Und ja. Keine große Sache. Der Gegner war jetzt nicht allzu gut. Das heißt, man konnte ihn leicht auskontern. Ich hätte auch noch höher gewinnen können, aber durch die Skills. Ja. Und dann sieht man es hier schon. Gegner hat abgebrochen. Das heißt, Sieg für uns. 3 Punkte. Ja, genau. So, jetzt haben wir schon 6 Punkte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.